Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist das ein neues Format, wie ihr ja schon im Abspann gesehen habt. Und zwar alte Let's Plays. Das sind einfach alte Let's Plays, die ich auf meinem PC im Ordner gefunden habe. Um es genau zu sagen, sind das halt die Story Quests. Und ja, ich würde sagen, jetzt beginnen. Falls ihr ab und zu mal Hintergrundgeräusche hört, tut mir leid, mein Fenster ist offen und wäre es nicht offen, würde ich sterben. Ganz einfach. So, ich habe diese Übung jetzt ein bisschen beschleunigt und einen Farbfilter drüber gehauen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ach ja, und wie ihr ja schon, wie ich schon im Abspann war, also falls welche von euch nicht lesen wollen, es sind wie gesagt alte Aufnahmen, also die ich jetzt nur bearbeite, das heißt Steine und so weiter und so fort. Andererseits muss ich beim Schneiden auch aufpassen, weil ich sonst auch etwas wichtigeres Videomaterial wegschneiden könnte. Manche Dinge lasse ich auch einfach drin. Das heißt, nicht meckern, wenn ich da irgendwas mache, das vielleicht ihr nicht so toll findet. Ich muss das fast so machen. Weil mit meiner Aufnahmeart, ja. Und ich rede mal wieder viel zu viel. So, gleich haben wir endlich mal diese Übung fertig. Ich finde, die schwerste Übung finde ich bei diesen Übungsdingern, bei diesen Übungen, Entschuldigung, war wirklich die mit dem Feuer. Das war Horror. Zumindest. Ich würde die jetzt zwar gerne nochmal machen. Yes, ich habe die Quest. Ja, einfach mal voll in den Satz reingelabert. Aber andererseits war er halt doch mega schwer. So, dann nur ab nach Weldale. Ja. Da könnte man runterrutschen. Auf jeden Fall aber nicht so. Da müsste man erstmal Vollbremsung reinhauen und dann erstmal auf diesen unteren Felsen da rutschen. Da dann zum Stehen kommen. Das ist mega schwer, wenn du eh schon Vollbremsung drin hast, aber wenn du es richtig machst, soll es eigentlich klappen und dann den Rest runterrutschen. Das Ding ist, das hier Charakter will das Ganze ein runterrutschen. Da kriegt man es natürlich nicht hin. Deswegen Vollbremsung reinhauen und versuchen. Hat man eine kleine Rutschparty. Ich hatte früher, in den Vergessenen Feldern hatte ich eine Stelle, da bin ich voll gerne so runtergerutscht, also mit Vollbremsung und so. Und dann, was passiert? Ich glaube, das war, ich weiß nicht, was das damit da gemacht hat, aber ich glaube, die haben da ein bisschen was verändert. Auf jeden Fall geht es dann nicht mehr zum Runterrutschen. Ich weiß, das war schon schade. Für mich. Wow. Kennt ihr das, wenn ihr bei dem so einem Stein stecken bleibt, auch bei einem Chapinat irgendwo dagegen rennt und dann euer Pferd für vielleicht 10 Sekunden einfach nur still dasteht und nichts macht? Das ist so nervig. Meistens verliert man dann dadurch. Du hast den Status Beliebt beim Sonnenkreis erreicht. Wieder mal gut gearbeitet. Dein Trainer ist wie immer von dir beeindruckt. Du fragst dich, was der nächste Schritt ist. Noch mehr Training bekommst? Nein, bitte nicht. Nicht noch mehr Training. Nein, Ursula, du bist fertig mit dem Training. Fripp glaubt, dass sie uns auf eine Expedition zum Darko-Hauptquartier vorbereiten müssen. Ich oder jemand anderes wird sich bei dir melden, wenn wir mehr wissen. Und jetzt kommt die, wenn die jeder mag, Fortsetzung folgt. Die Fortsetzungsaufträge folgt dem zukünftigen Spielupdate. Bis dahin kannst du mit den täglichen Aufgaben weitermachen. Yay! Ich glaube, das hasst hier wirklich jeder. Und meine Güte, hatte ich früher viele Rufquests, genau so heißen die. Hat sich bis jetzt nicht geändert. Ja, aber ich bin in Dailies machen und Leveln schon ein bisschen aktiver geworden. Das war eh so witzig unter so all meine Pferdevideo. Level mal Pferde. Ich bin dabei. Aber Leute, es ist schwer, 109 Pferde zu leveln.
Obwohl, wartet, von diesen 109 Pferden sind 105 Pferde auszuleveln. Weil 4 sind da schon ausgelevelt. Versucht bei 105 Pferde auszuleveln. Ja, ich habe 105. Und ja, ich habe 109 Pferde. Kein Witz. Von denen gerade mal 4 ausgelevelt sind. Aber hey. Oder? Gravefather, Sunpearl, Marble Gazer. Ne, sogar 5. Also 104 Pferde zum Level. Ja. Und da wusste ich mal wieder nicht, wo ich hin muss. Ja. Und diese Koppel, die hat jetzt das wie jetzt bearbeitet, die ist jetzt voll leer. Es ist ja nur noch die Koppel und diese Heuballen und so. Mich würde es interessieren, an alle Anfänger, die dieses Video kommentieren können. Kommentiert mal, wenn ihr dieses Rennen hier auf dieser Koppel gemacht habt, ist ja das zweite Rennen, was mein Star Stable macht, davor macht man erst Cavaletti. Mich würde es interessieren, rennt ihr dann einfach auf der freien Koppel umher? Habt ihr die Quest überhaupt? Oder erscheinen dann bei euch diese Heuballen und die Jackpots und so? Jackpots, Fähnchen meine ich. Ja, würde mich interessieren. Und da sieht man mal wieder, dass ich blind bin, weil ich habe Alex dann nicht gesehen. Und muss dann im Chat nachfragen. Ich weiß schon. Intelligenz ist gleich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht das, was sie sein sollte. Ich habe eh mal einen IQ-Test gemacht. Der war zwar für Erwachsene, aber mir ist rausgekommen, sie haben IQ von 75. Yay. Ja gut, waren sie für Erwachsene. Aber trotzdem. Oder zumindest Ältere, die ein bisschen mehr Mathe-Wissen haben. Hust, hust. Das ist schlechte Mathe. Wie wahrscheinlich viele andere. Ja gut. So. Frag mich immer noch, warum ich vor diesem Cut gebremst habe. Würde mich mal echt interessieren. So, Alex. Ich denke, das ist das Beste, sondern dem bewahren ID zu erzählen, dass Katja zurück zu sein scheint. Auch wenn diese Annahme nur auf James' Albträumen beruht, müssen wir das ganz ernst nehmen. Rettet sie Elisabeth und berichte ihr. Oh, ich habe einmal nicht so schnell und nicht so langsam gelesen, sondern genau richtig. Das ist für mich ein Wunder. Was ich jetzt gemacht. Normalerweise lese ich immer entweder zu schnell oder zu langsam. Diese Story Quests. Das ist so ein Rumgefahre, so von A nach B, dann wieder zurück von B nach A und von A nach von mir aus. D und D nach A. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach so richtig von einem Ort zum anderen, dann wieder zurück. Da wird man gut Jorvik-Schillinge oder auch Starcoins los. Katja, das hört sich nicht gut an. Mit dir ist nicht so Spaß, und wenn sie der vierte Nachteil von D'Accord ist, dann wäre das eine Katastrophe. Wir müssen ein weiteres Mal zum D'Accord Hauptquartier und überprüfen, ob Katja dort ist. Dann ist es auch wieder Zeit für einen Besuch beim D'Accord Hauptquartier, um dort nach dem Rechten zu sehen. Yes! Können wir herausfinden, ob Persenz wirklich das Buch der Lichtzeremonien hat? Können wir erfahren, ob er Katja wirklich herbeirief, um sie zum vierten Nachtretter zu machen? Können wir herausfinden, ob sich Justin D'Accord aus freiem Willen angeschlossen hat oder ob er gezwungen wurde? Wenn er gezwungen wurde, können wir ihm vielleicht helfen. Diese Fragen sind jetzt am wichtigsten. Der Auftrag ist sehr gefährlich, aber du hast es schon mal geschafft. Die Resultaten deines Druidentrainings, glaube ich, können wir uns sicher sein, dass du es wieder schaffen wirst. Bist du bereit? Und wie? Gut. Wenn gut, bräuchtest du jetzt extra Text. Alles klar.
Ich habe schon mit Captain Bruce gesprochen und er hat sich um den Transport zum Dark Hawk-Quartier gekümmert. Er will, dass du vom Weingarten diesen bringst. Es war doch zuerst doch gar nicht sicher. Er braucht Treibstoff für die Bootstour, die dich zum Dark Hawk. Hauptquartier bringt. Du kommst sowieso am Weingarten vorbei. Kannst du also ein Fass mitnehmen? Viel Glück, Ursula. Sei vorsichtig. Möge dich das Licht ein Dienst beschützen. So, und jetzt kommen wir mal wieder zu. Jessie erzählt Geschichten. Und zwar, als diese Dakor-Quest machen musste, wo man ja sein Pferd da hinschickt als Nachtpferd, also man schickt, die wollen ja ein Pferd dann transportieren, was der Nachtpferd wird, und da soll man ja sein Pferd dann schicken und dann soll man es suchen. Ich hatte da mega Schiss um mein Pferd. Ich hatte wirklich ich. Deswegen habe ich diese Quest auch nicht aufgenommen, zumindest auf diesem Account. Auf dem zweiten Account habe ich es noch nicht, aber da werde ich es aufnehmen. Ich hatte so Angst. Aber jetzt habe ich ja. Aber jetzt weiß ich es ja. Also. Welches Trail nehme ich denn? Ach, die guten Anzeichen, das ist noch Flow nach Level 6 war und San Pearl of Lands. Ich hab das reden schon gelernt. So. Endlich ist diese Wespe auch noch rausgeflogen. Bei mir ist die ganze Zeit eine Wespe im Zimmer. Die ist gerade rausgeflogen und jetzt fliegt sie wieder rein. Das hat gerade jeden interessiert. Ich hasse Wespen. Das nervt. Und falls ihr mal ein Kratzen im Hintergrund hören solltet, das kommt daher, weil ich war gestern im Wald und da haben die Mücken zugeschlagen und zwar geschaut. Besser gesagt zugestochen. Und die ist mir gerade direkt vors Gesicht geflogen. Ich habe mich nur kurz erschreckt. Und ja, sie juckt manchmal. Hallo Ursula, ein Fass Bootstreibstoff für Captain Bruce? Das stimmt. Das Fass steht fertig vor dem großen Tanker beim Ausrüstungsgeschäft. Du kannst es nicht verfehlen. Nimm das Fass und transportiere es auf dem Pferderück zu Captain Bruce ins Westkap Fischerdorf. Ja, ich kann Bootstreibstoff nicht aussprechen. Zumindest nicht schnell. Also die Wespe. Wow, ich war früher eine Meisterin im Springen. Echt. Ach ja, und übrigens, ich werde am Tag 2 Folgen von dem veröffentlichen, weil ja, ich hier so viel wegschneiden muss von einer Folge. Und ja, dann habt ihr das dann, der Rest dann halt dann in der zweiten Folge. Gut. Ich weiß, das ist jetzt ein bestes Ende, aber ich musste ja so viel wegschneiden und sonst wäre das Video mitten in einer Quest geendet. Also würde ich sagen, verabschiede ich mich und dann bis ein paar Stunden, wenn ich dann den nächsten Part hochlade.